erstes die Klatsche. Da ist die nächste Klatsche. Krasse Wendung. Der Haushalt 2025 der Ampelkoalition mühsam zusammengeflickt, muss man sagen. Mehr als Stückwerk ist das Ganze nicht. Ist anscheinend verfassungswidrig. Damit platzt der Haushalt 2025 Monate bevor die Verhandlungen im Bundestag hier wirklich vorwärts gehen. Hauseigene Juristen des Finanzministeriums haben Verfassungsbrüche im Haushaltsentwurf von Christian Lindner entdeckt. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wirklich sensationell, was in diesem Jahr, in diesem Sommerloch alles los ist. Es scheint so, als sind die Politiker zwar in Urlaub, aber die Realität, sie macht eben keinen Urlaub. Der in monatelanger, mühsamer, nächtelanger Arbeit zusammengeschusterte Flickenteppich von Haushalt 2025, wie sie das nennen, mit Rekordeinnahmen und Rekordausgaben, hatte offensichtlich eklatante Lücken. Jetzt wollte man diese Lücken mit ein paar Taschenspielertricks schließen. Es geht am Ende um 9 Milliarden Euro. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben über 460 Milliarden Euro im Haushalt zur Verfügung, die der Staat einnimmt, um sie auszugeben. Und sie streiten seit Wochen und Monaten um wenige Prozent dieses Haushaltes. Da muss sich jeder Firmenchef in diesem Lande, jeder Geschäftsführer, jeder CEO wirklich veräppelt vorkommen, wenn hier wochenlang die Chefs von Deutschland, wenn man den Tagesschau in einfacher Sprache folgt, hier es nicht schaffen, ein paar Prozent der Ausgaben so zu lenken und zu kürzen, dass es passt. Das Argument, dass ein Großteil der Ausgaben Fixausgaben ist, ja, das sind Fixausgaben und dafür gibt es Politiker, um die Gesetze zu ändern, damit aus Fixausgaben eben optionale Ausgaben werden, wenn man die nicht weiter bezahlen möchte. Richtig ist, dass zum Beispiel Rentenansprüche Vermögensansprüche sind, an die man nicht heran kann. Es gibt aber viele Dinge, da könnten wir heran. Wie wollten Sie jetzt diese 9 Milliarden Euro hier schließen, dass es am Ende verfassungswidrig geworden wäre? Die Vorschläge werden so nicht klappen, ist das Zitat eines Regierungsvertreters. Das Haushaltsloch werde man nicht um 9 Milliarden Euro schrumpfen können. Man erwartet höchstens 3 Milliarden Euro. Das heißt, es bleiben weitere 6 Milliarden Euro Lücke im Haushalt. Jetzt hat Christian Lindner ein hauseigenes Gutachten in Auftrag gegeben beim Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums. Also den Experten, die das hauptberuflich machen und nicht nur Politiker sind, sondern die machen das ein paar Jahre länger, als ein Minister eben im Amt ist. Und hier heißt es jetzt, Zitat des Beirates des Bundesfinanzministeriums: Der Beirat äußert vor dem Hintergrund der Schuldenbremse an allen von der Bundesregierung in diesem Zusammenhang erwogenen Maßnahmen erhebliche Zweifel. Das ist eine Klatsche, aber so eine Klatsche hat man selten gesehen. Da können Sie einfach das Gutachten direkt nach Karlsruhe schicken, falls die Ampel wieder auf die Schnapsidee kommt. Man versucht, so etwas schon offensichtlich Verfassungswidriges hier in Gesetzesform zu gießen. Am Ende ist man es nicht gewesen, sondern der Bundestag soll es dann beschließen, dann sind die Abgeordneten schuld gewesen. Es sollten jetzt hier, um diese Lücke von 6 Milliarden Euro zu schließen, Darlehen vergeben werden. Und zwar, der Bund wollte ein Darlehen geben an die Autobahn GmbH und an die Deutsche Bahn. Dieses Darlehen hätte man dann anders verbucht im Haushalt, weil ja demgegenüber auch eine Forderung dann steht. Die Leute mit doppelter Buchführung werden genau wissen, was ich meine. Jetzt ist allerdings das Problem, wo auch teilweise Gelder herausgenommen werden sollen, zum Beispiel aus der Liquiditätsreserve der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Der KfW-Bank will man quasi die erwirtschafteten Überschussmittel wegnehmen, um Löcher im Haushalt zu stopfen, anstatt die Zwecke, die KfW verfolgt, damit weiter zu finanzieren. Hier heißt es weiter vom Beirat des Finanzministeriums zur Vereinnahmung des Liquiditätsüberschusses der KfW: Es gibt erhebliche verfassungsrechtliche Risiken, da aus Notlagenkrediten stammende Mittel für den Bundeshaushalt genutzt werden sollen. Da ist die nächste Klatsche. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie dann so da stehen und immer nur links-rechts eine haben wollen. Die Überschussreserven der KfW stammen auch aus Corona-Krediten, Corona-Sonderprogrammen, also wie es hier heißt, Notlagenkrediten. Genau diese Notlagenkredite, die Sie für den letzten Haushalt umgewidmet haben und Ihnen Karlsruhe dafür
die Klatsche verpasst hat. Es macht heute zu viel Spaß mit dem Klatschen. Tut mir leid, ich bin noch gar nicht fertig. Es geht hier noch weiter. Sie wollten hier Zuschüsse an gewisse Firmen dann umwandeln in Darlehen, wie hier die DB Infrago AG oder die Autobahn GmbH. Also nicht, dass man ihnen Geld gibt, mit dem sie wirtschaften können als Zuschuss. Nein, man verbucht das als Darlehen, hat eine Forderung im Buch. Und hier sieht der Beirat verfassungsrechtliche Probleme, wenn der Bund die Darlehen dann selbst tilgt am Ende. Ja, genau. Denn wenn ich ein Darlehen vergebe, kann ich nicht gleichzeitig Gläubiger und Schuldner in einer Person sein. Aber das wollten sie hier versuchen mit diesem Taschenspielertrick zu machen. Christian Lindner hatte im Sommerinterview erklärt, verfassungsrechtliche Risiken oder ökonomisch nicht Sinnvolles werde ich als Finanzminister nicht unterstützen. Naja, ökonomisch nicht Sinnvolles und dann in einer Ampelregierung, das ist ein kleiner Widerspruch in sich. Aber Herr Lindner, er hat es gar nicht leicht. Er muss den ganzen Tag den grün-roten Wahnsinn aus der internen Perspektive betrachten. Wir sehen nur die externe Perspektive und uns steht es bis hier. Ich will gar nicht wissen, was er noch alles sieht, was wir nicht zu sehen bekommen. Herr Christian Lindner hatte auch genau diese Zuschüsse im Sommerinterview der ARD angesprochen und er sagte, er will die rechtliche Prüfung abwarten, ob die Umwandlung von Zuschüssen an die Bahn und an die Autobahngesellschaft zulässig und sinnvoll sind. Und das sind sie nicht. Aber Leute, da muss Herr Lindner prüfen lassen, obwohl Herr Lindner, ich wette, er wusste, dass es nicht geht, aber die Grün-Roten, sie glauben ihm nichts. Herr Lindner ist für sie der wahre Kapitalist in Person, eine Hassfigur sozusagen in den eigenen Reihen. Ich bin gespannt, wie sie das Ganze hier auflösen wollen, die Quadratur des Kreises, weil sie sich nicht von schwachsinnigen Projekten verabschieden können. Ich könnte hier Geld sparen im großen, großen Stile. Ich würde anfangen und so bitter das ist, ich würde den Leuten erstmal das Wohngeld etwas madig machen. Wir müssen das Geld vom Wohngeld in den Wohnungsbau stecken. Da muss der Staat halt eben die Wohnungen selbst besitzen, damit er sich am Ende das Geld sparen kann für monatliche Zuschüsse, sondern er investiert einmal in die Immobilie und muss sie dann nur noch erhalten für die Zukunft. Ja? Das sind im Jahr alleine 40 Milliarden Euro Wohngeld. Das macht in 10 Jahren 400 Milliarden Euro, die wir hinauswerfen, damit andere Leute ihre Miete bezahlen können, anstatt dass wir die letzten 10 Jahre für 400 Milliarden Euro einfach sozialen Wohnraum geschaffen hätten, dann würde es genug Wohnungen geben in der entsprechenden Preiskategorie und der Staat würde über die monatlichen Mieteinnahmen das geschaffene Vermögen erhalten können. Nein, er muss jetzt weiter die Steuern erhöhen und das Wohngeld weiter erhöhen, weil sie einfach ideologisch verblendet sind im Kopf und nicht rechnen wollen. Die Kosten für die Integration und die Neubürger in diesem Land sind mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr. Genaue Zahlen sind schwer zu bekommen. Jeder möchte nicht darüber sprechen und es wird über verschiedene Töpfe verteilt. Aber das sind auch in den letzten 10 Jahren 500 Milliarden Euro gewesen, die man hinausgekübelt hat zum Fenster, um damit Integration und so weiter zu schaffen. Und was haben wir davon am Ende? Wie viel Einkommenssteuer, denkt ihr, haben die hier arbeitenden Flüchtlinge inzwischen bezahlt? Einen Bruchteil, kann ich euch sagen. Also einen winzigen Bruchteil, ja. Der größte Löwenanteil kommt, wie immer, von den Leistungsträgern in diesem Land, von den 15 Millionen Menschen, die am Ende effektiv Steuern einbezahlen. Wir sind jetzt bei 900 Milliarden Euro, ja. Und wir könnten überall weitermachen, überall, ja, Entwicklungshilfe ins Ausland. Nein, es gibt keine Entwicklungshilfe mehr. Wir streichen das alles zusammen, denn so wie wir Entwicklungshilfe betreiben, uns in fremden Ländern einmischen, öffnet das nur die Tür für Korruption, Vetternwirtschaft und vor allem ist den Afrikanern zum Beispiel in den letzten 50 Jahren Entwicklungshilfe nicht wirklich effektiv geholfen worden. Man muss Hilfe zur Selbsthilfe leisten, sage ich immer wieder, das ist aber nicht damit getan, dass man einfach jeden Monat Geld überweist. Das ist es aber, was in diesem Lande die Meinung ist. Deswegen wird auch kurz vor Weihnachten dann immer noch mal fleißig gespendet für den guten Zweck, damit man sein Gewissen beruhigen kann. Wenn ihr so Gewissensbisse habt, dann ist es so. Ich bin gespannt, was für Gewissensbisse unser Finanzminister bekommt. Er steht mit dem Rücken an der Wand und er weiß, wie es um die Steuerschätzungen eigentlich wirklich bestellt ist, wie schlecht es um die Wirtschaft wirklich bestellt ist. Ob sie uns da immer die ganze Wahrheit sagen, das bezweifle ich wirklich. In äußerstem Ausmaße bezweifle ich das, dass diese Zahlen hier immer stimmen. Ganz oft wird was gemeldet und dann wird es einfach 2 Monate später rückwirkend korrigiert und keiner guckt mehr hin. Die Amerikaner machen das auch ganz oft, wenn auf einmal die Zahlen der Arbeitslosen
vom letzten Monat dann um die Hälfte nach oben oder unten korrigiert werden. Sind halt kleine Fehler unterlaufen. Herr Habeck würde sagen, der Staat macht keine Fehler, deswegen müssen wir alles akzeptieren. Ich sage, nein, wenn die Politik nicht das macht, was die Bevölkerung möchte, muss nicht die Bevölkerung ihre Meinung ändern, sondern die Politik muss sich ändern. Und damit sage ich, abonniere den Kanal X oder Telegram. Ansonsten ciao, bis bald.